Willkommen in Lisas Küche. Heute stelle ich euch einen Karotten-Kartoffel-Grünen-Bohnen-Auflauf vor. Hierfür habe ich mit der Maschine die Kartoffel und die Karotten fein in feine Scheiben schneiden lassen und die Bohnen bleiben ganz, da werden nur die Enden weggenommen. Käse gerieben. Und dann wird die Milch mit der Sahne und den Gewürzen Salz und Pfeffer vermischt. Und dann wird das Ganze schön gut in eine befettete Auflaufform geschichtet. Immer schichtweise Kartoffel und Bohnen. Dann wieder Käse dazwischen. Dann wieder das Gemüse, die in Scheiben geschnittenen Karotten und Kartoffeln. Wieder eine Lage Bohnen. Das Gemüse ist alles roh. Dann kommt wieder eine Lage Käse dazu, darüber. Dann das restliche Gemüse. Dieses Gericht ist auch ideal für einen größeren Personenkreis von 10 bis 12. Dann wird einfach die Menge um das Mehrfache genommen und dann kann man es in ein tiefes Blech füllen. Dann kommt wieder der Käse darauf. Dann wird das Ganze mit diesem Gemisch aus Milch und Sahne übergossen. Und wird dann bei 180 Grad Umluft circa eine Stunde, 10 Minuten im Ofen gebacken. Und dazu reicht man dann anschließend viel grünen Salat wieder. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und empfehle euch noch meine Spinatleibchen.